Mein Name ist Stefan, ich bin 32 Jahre alt und beinahe seit 5 Jahren bei der Firma Frequentis als Customer Service Engineer tätig. Ein Customer Service Engineer betreut in erster Linie Kundenprojekte. Der Ablauf ist so, dass er diese Kundenprojekte nach der Aufbauphase von einem System Engineer übergeben bekommt. Die typische Tätigkeit eines Customer Service Engineers ist zum Beispiel das Nachstellen eines Fehlers auf einem Testsystem oder auf der Kundenanlage selbst, um zum Beispiel genügend Informationen für die Entwickler bereitzustellen, damit sie diesen Fehler letztendlich dann lösen können. Ein weiterer Tätigkeitsbereich eines Customer Service Engineers ist die Erweiterung oder ein Upgrade oder Update von einer bereits im Feld befindlichen Anlage. Hierbei ist die Tätigkeit von der technischen Planung bis hin zur letztendlichen Umsetzung gegeben. Ich persönlich habe in den nächsten Wochen ein Upgrade einer Radio-Site anstehen. Das Spannende daran ist, dass es eine Radio-Site ist, die relativ entlegen im hohen Norden Englands ist. Die Anreise alleine gestaltet sich schon recht schwierig, weil man 2, 3 Flüge benötigt, um dorthin zu kommen. Für mich persönlich, what makes it special, ist die Flexibilität an meiner Arbeit, beziehungsweise die Flexibilität meines Arbeitsplatzes. Ich kann mir für morgen zum Beispiel aussuchen, ob ich von zu Hause arbeiten möchte oder ob ich doch in die Firma komme, um an meinem Arbeitsplatz zu arbeiten. Die Möglichkeit, Verantwortung übernehmen zu können, ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt. Und letztendlich auch sind es die netten Kollegen um mich herum, die mir das Arbeiten eigentlich sehr erleichtern. Meines Erachtens nach benötigt man ein sehr hohes Maß an Selbstmanagement. Wiederum auch Flexibilität an sich ist, finde ich, sehr gut, wenn man das mitbringen würde. Des Weiteren wiederum eine Weltoffenheit meiner Ansicht nach. Unsere Firma hat viele internationale Kollegen. Wir sprechen hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich Englisch eigentlich in meinen Projekten. Und die Firma ist natürlich auch weltweit tätig.